Hallo zusammen, hier in diesem Kapitel zur Optik geht es um Totalreflexion und den Effekt kann man hier schon an dem Wasser sehen. Die Hand ist mal sichtbar, mal nicht, je nachdem, wo man die hinhält, hinter oder vor dieses transparente Medium. Und das Gleiche kann man auch beobachten an so einem Plexiglasstab, wo man Licht einfädelt. Und das gucken wir uns jetzt an. Wir brauchen eigentlich nur eine Formel, gut, und dann können wir uns Experimente angucken und vielleicht auch so etwas wie optische Spielereien. Also beginnen wir damit, einfach nochmal ein Plexiglasstück anzugucken und wie der Lichtweg aussieht. Hier ist das gezeigt beim Brechungsgesetz nach Snelius schaut man sich ja die Winkel an zwischen einfallendem und gebrochenen Strahl und stellt fest, dass die von dem Medium abhängen, also von dem Brechungsindex, der Ausbreitungsgeschwindigkeit. Und hier sieht man auch, dass diese Winkel sich ändern. Klar, wenn man das Teil dreht und jetzt der umgekehrte Fall, dass nämlich dieses Plexiglasstück so gerichtet ist, dass wir den Winkel betrachten von dem Strahl, der aus dem Medium kommt, nach außen. Und wir sehen hier, dass der Winkel größer wird nach außen, klar, dass der reflektierte Strahl auch stärker wird. Hier ist er, der reflektierte Strahl, und dass es irgendwann einen Winkel gibt, bei dem der Strahl austrifft unter einem Winkel von 90 Grad. Und dieser Winkel, den nennt man kritischen Winkel. Und für alle Winkel größer als dieser kritische Winkel ist die gesamte Intensität im reflektierten Strahl. Das nennt sich interne Totalreflexion. Und das wollen wir im Folgenden ein bisschen genauer angucken. Wir brauchen tatsächlich nur das Brechungsgesetz nach Snellius nochmal anzuschauen, dann können wir diesen kritischen Winkel betrachten und die Folgerungen, die sind aber teils überraschend. Hier das Gleiche nochmal angeschaut, aber jetzt für so einen quadratischen Plexiglasstab oder Stück und wir sehen, dass es auch dort diese Totalreflexion gibt und je nachdem, wie der Strahl einfällt, kann also der Strahlenverlauf unterschiedlich intern verlaufen. Wenn wir das jetzt weiter beschreiben, brauchen wir, wie gesagt, nur das Snellsche Brechungsgesetz nochmal vorzunehmen und daraus ergibt sich dann ja, dass der Winkel, der gebrochene Winkel, abhängt vom Quotienten der beiden Brechungsindizes, von den beiden Medien und dem Eintreffenden, dem Einfallswinkel. Soweit ist es klar. Normalerweise guckt man sich ja zum Beispiel den Übergang von Luft zum Glas an. Jetzt aber der Fall, dass der Strahl aus dem Medium herausläuft und wir hatten eben schon gesehen, etwas, was man hier in der Skizze auch sieht, der Winkel außerhalb wird größer und irgendwann gibt es diesen Winkel, den kritischen Winkel, wenn der Strahl horizontal zu der Oberfläche verläuft. Das ist der kritische Winkel. Der tritt nur auf, wenn der Strahl aus dem Medium mit dem höheren Brechungsindex nach außen in das Medium mit dem niedrigeren Brechungsindex läuft. Wenn wir diesen kritischen Winkel nehmen, dann ist halt der gebrochene Winkel 90 Grad, Sinus von 90 Grad ist 1, also können wir direkt hinschreiben, Sinus von diesem Winkel AK, kritischen Winkel, ist einfach der Quotient von den beiden Brechungsindizes N1 und N2. Oder wenn wir es auflösen, nach Alpha K ist es der Arcosinus von dem Verhältnis der beiden Brechungsindizes. Alle Winkel, die größer sind, einfallende Winkel, als dieser kritische Winkel, für die tritt Totalreflexion auf. Wenn man das einfach die beiden Winkel gegeneinander aufträgt, Alpha 1 und Alpha 2, dann erhält man hier für
typische Brechungsindizes, diese Relation, wenn der Strahl von dem Medium mit dem kleineren Winkel, kleineren Brechungsindex in das Medium mit dem größeren läuft. Wenn wir das gerade umgekehrt betrachten, vom Medium, zum Beispiel Glas nach außen, zum Beispiel Luft, dann sieht es, wie hier gezeichnet, diese rote Kurve aus. Wenn man das aufträgt in einem Programm, dann gibt es entweder, also in einem mathematischen Programm, gibt es entweder eine Fehlermeldung für Winkel, die größer als dieser kritische Winkel sind, oder es kommt eine komplexe Zahl raus. Da müssen Sie, wenn Sie es ausrechnen, selber mal drauf achten. Okay, wie groß ist jetzt dieser kritische Winkel? Brauchen wir für Glas oder Plexiglas ist ungefähr 1,5 der Brechungsindex und Luft nur einzusetzen und wir erhalten einen Winkel, kritischen Winkel von ungefähr 42 Grad. Das ist tatsächlich das, was hier auch in dem Experiment beobachtet wurde. Dieses Phänomen gibt uns eine Möglichkeit anhand den Brechungsindex von Medien zu bestimmen. Also das ist eine Methode, die verwendet wird in Refraktometern, also Geräten, die den Brechungsindex bestimmen. Man guckt sich an, wie dieser kritische Winkel ist, der lässt sich genau messen. Übrigens ist das Gleiche auch als Messprinzip verwirklicht in den meisten Regensensoren von Autos, also bei der Windschutzscheibe. Gucken wir uns das später vielleicht nochmal an oder das wird dann klar, wie das funktionieren könnte, wenn wir die weiteren Experimente angucken. Also gehen wir durch ein paar Experimente durch, schauen uns dieses erste nochmal an mit der Hand hinter dem Wasserglas. Hier ist jetzt zu sehen, dass die Hand da oben teilweise abgedeckt wird. Da tritt Totalreflexion auf. Es ist teils sehr überraschend, wann die auftritt und wie. Oft ist es in dem Experiment, in so einem Video, kaum richtig zu begreifen, wie die Strahlen verlaufen. Deswegen würde ich empfehlen, das mal selber auszuprobieren, vielleicht auch mit einem Laserpointer selber an so einem Glas mal zu spielen. Man kann in diese Flüssigkeit, also Wasser, hier ein bisschen Milch dazugeben, dann streut die Milch und man sieht dann besser, wie der Strahl verläuft. Hier zum Beispiel eben, dass der Laserstrahl nicht rauskam. Und tatsächlich ist, wenn man ein Wasserglas sich nimmt und dahinter irgendwelche Objekte stellt, ist oft nicht klar, ist es die Brechung nur, die diese Effekte hervorruft, oder ist es die Totalreflexion? Hängt sehr vom Winkel ab, wie man beobachtet und wie das Licht natürlich einfällt. In dem Fall vor allen Dingen, weil das Licht ja erstmal von außen in das Medium, in das Wasser hineinkommen muss. Und tatsächlich, wenn man dann zum Beispiel so einen Würfel hineinhält, ist durch die Brechung der Würfel unten kaum zu sehen oder hier diese Kugel, er wirkt verformt. Und tatsächlich ist das das Phänomen, was auch dem Angler manchmal Probleme bereitet, nämlich wenn der Fisch im Wasser ist und der Angler ihn sehen möchte, die Rute auswirft, dann ist der Angler für den Fisch sichtbar, weil natürlich der Strahl in das Wasser durchs Brechungsgesetz eintreten kann. Also der Fisch sieht den Angler. Umgekehrt kann es sein, dass der Fisch nicht sichtbar ist für den Angler, weil der kritische Winkel erreicht ist und das Licht also ausgehend vom Fisch in das Wasser zurückreflektiert wird. Also ungleiche Bedingungen beim Kampf zwischen Fisch und Angler. Ein Effekt der Totalreflexion. Gehen wir aber nochmal zurück in etwas Laborbedingungen, hier so ein Prisma reingehalten in den Lichtstrahl und gucken uns an, bei welchen Winkeln, bei welchen Drehungen Totalreflexion auftreten kann. Und hier kann man sehen, zweifache Totalreflexion in dem Prisma. Das heißt, der Strahl wird in sich zurückgeworfen um 180 Grad. Wenn man ein zweites Prisma daneben hält, wieder nochmal 180 Grad Drehung. Das heißt, der Strahl läuft in die gleiche Richtung,
ist aber versetzt um eine bestimmte Strecke. Sowas benutzt man zum Beispiel in Fernrohren oder in Feldstechern, die die eigenartige Form dann liefern. Wie diese Totalreflexion auftritt und welche Winkel vorherrschen, das hängt jetzt eben von der Form auch ab und wie man das Prisma hinlegt. Also hier in dem Fall zum Beispiel eine Drehung oder eine Formung um 90 Grad des Lichtstrahls. Auch da, wenn man ein zweites Prisma nimmt, dann haben wir wieder eigentlich den Fall, den wir vorher hatten. Oder hier auch einen Strahlversatz. Das heißt, wir können folgern, diese Totalreflexion wirkt auch wie tatsächlich wie ein Spiegel, wird dafür auch benutzt, um den Strahl umzulenken oder zu richten. Gucken wir uns noch einen weiteren Fall an mit einfachen Glasformen und auf den Tisch setzen einfach ein paar Gegenstände drunter und schauen mit zwei Kameras, also mit zwei Winkeln da drauf. Und dann wird sichtbar, dass merkwürdige Reflexionen und auftreten und die Objekte teils sichtbar sind, teilweise nicht. Also ähnlich zu dem, was wir vorher schon bei dem Wasserglas gesehen hatten. Und dass es oft überhaupt nicht von außen so schnell erkennbar ist, wie die Strahlen in dem Medium laufen und wie sie und warum sie wo austreten. Also das ist sicherlich etwas, was man auch in der optischen Trickkiste verwenden kann. Und wenn man die Formen, in dem Fall von diesem Glas, ändert, hier mit dieser Pyramide, dann sind die Reflexe, die Brechungen unterschiedlich und auch die Winkel, bei denen dann Totalreflexion auftreten kann. Also da kommt einiges zusammen, was oft nicht so richtig klar ist. Und das können wir uns noch an weiteren Dingen angucken, wie zum Beispiel hier so einem Wasserglas mit einem Reagenzglas und Kreide drin. Und wenn man das in das Wasser hält, je nachdem wie man guckt, sieht man nur silbrige Reflexe, wenn man von oben guckt. Das heißt, hier ist auch Totalreflexion die Erklärung. Totalreflexion tritt aber nur auf von dem Übergang zwischen einem Medium mit hohem Brechungsindex in eins mit niedrigerem. Das heißt, hier das Licht wird total reflektiert beim Übergang aus dem Wasser ins Glas und dann in die Luft, dort wo die Kreide ist. Dieser silbrige Effekt tritt auf, weil es dort diffuse Reflexion noch gibt. Also das ist sicher etwas, was man mal ausprobieren kann, wenn man so ein Glas zur Verfügung hat oder vielleicht auch mit Wassergläsern ein bisschen rumspielt. Schauen wir uns einen anderen Effekt an, der sichtbar ist, wenn man einfach eine Porzellantasse nimmt. Hier ist das zu sehen, ein Laserstrahl, ein grüner, es geht auch mit einem roten, wird in eine Porzellantasse geworfen und etwas Wasser dazu gegeben und es ist direkt sichtbar, dass es Ringe gibt, einen dunklen Ring und einen hellen Ring. Und das ist doch merkwürdig, woher dieser Ring kommt. Dass der Ring auch größer wird im Durchmesser, je nachdem, wie hoch das Wasser ist. Deswegen hier im Experiment jetzt aus der Küche ein größeres Porzellangefäß. Tatsächlich geht das am besten mit Porzellan. Und ein Teil der Erklärung ist, dass das Licht von dem Laser unten an dem Porzellanboden diffus reflektiert wird in alle Richtungen. Hier sieht man jetzt also, dass der Ring größer wird. Diese diffuse Reflexion am Boden, die ist tatsächlich wichtig, um die Ringe zu erzeugen. Und das kann man direkt ausprobieren, dass das mit dem Porzellan am besten funktioniert, wenn man eine Münze dazu gibt
unten auf den Boden liegt hier eine 1-Euro-Münze und diese Ringe sind weg. Keine Ringe mit der Münze. Also die Frage ist doch nach der Erklärung, warum ist das so? Die Erklärung ist also folgende: Das Licht wird diffus reflektiert unten am Porzellanboden, das heißt in alle Richtungen. Das Licht, was nach oben läuft, so wie hier diese Strahlen 1 und 2 gezeigt, das wird gebrochen, kann in das Auge des Beobachters oder in die Kamera fallen. Es gibt aber auch andere Strahlen, die haben einen größeren Winkel und werden total reflektiert nach unten. Dazwischen gibt es einen Bereich, hier, wenn man mit dem Auge auf diesen Bereich der Tasse des Porzellans guckt, ist es dunkel, dort kommt kein Licht her. Das total reflektierte Licht, was nach unten tritt, wird aber wiederum diffus reflektiert nach oben. Das kann austreten und wieder in das Auge, in die Kamera fallen. Und deswegen erscheinen diese Bereiche hell. Also die Erklärung ist die diffuse Reflektion vom Porzellan in Verbindung mit der Totalreflektion. Bei der Münze ist die Streuung nicht diffus, sondern eher wie ein Spiegel. Das heißt, das Licht geht nach oben zurück und die Intensität, die hier zur Verfügung steht, zur Seite ist klein. Deswegen ist das nicht zu sehen. Ein anderer Effekt von der Totalreflexion tritt auf bei Lichtleitern, wie man sie in vielen Applikationen kennt, in der Medizin vielleicht als Katheter oder für die Datenübertragung für Internetdaten. Das heißt, solche Lichtleiter. Und das Prinzip ist erkennbar, wenn man einfach einen Plexiglasstab nimmt, wie hier gezeigt. Der ist ungefähr 2 cm dick, 2 Meter lang und man leuchtet einen Laserpointer hinein, dann sieht man, dass das Licht wie gefangen ist, in diesem Stab hin und her reflektiert wird. Und die Erklärung ist auch dort die optische Totalreflexion an dieser Grenzschicht zwischen Plexiglas und Luft. Das heißt, das Licht wird transportiert, geführt wie in einem Kanal. Es kann nicht hinaus aus diesem Plexiglasstab. Das setzt voraus, dass das Plexiglas einen höheren Brechungsindex hat als die Umgebung. Und tatsächlich sieht man dann hier hinten, wie das Licht austritt, das transmittierte Licht und was für eine Form dort auftritt hinten, hängt auch ab, wie man das Licht einspeist, mit welchem Winkel. Also das ist das Prinzip des Lichtleiters, aber natürlich kann so ein Lichtleiter nicht einfach existieren, ein Stück Plexiglas oder Glas ohne etwas außen herum. Das heißt, es muss ein Medium außerhalb noch geben, nicht nur Luft. Und den Effekt kann man sich hier anschauen in zwei von diesen erstmal einem von diesem Plexiglasstab, da tritt also diese Totalreflexion auf und das äußere Medium ist erstmal die Luft, jetzt wird Wasser zugegeben und man erkennt, dass die Totalreflexion unterbrochen ist durch das Wasser. Das hängt aber davon ab, mit welchem Winkel das Licht eingespeist wird. Also das Wasser wirkt wie ein anderes Medium, in das Licht hinein kann, abhängig vom Winkel. Das kann man sich auch an der Folie klar machen. Selber probieren mit ein bisschen Licht aus einem Laserpointer oder vielleicht auch aus einer gebündelten Taschenlampe und sehen, dass das Licht so geführt wird. Die Frage ist, ist es Totalreflexion oder was führt dazu, dass diese Folie das Licht transportiert? Oder ist es nur eine Reflexion an der Oberfläche? Können Sie selber mal ausprobieren, vielleicht an verschiedenen Positionen der Folie dann auch den Finger draufhalten, ob das Licht dann gestoppt wird oder nicht. Also für so einen Lichtleiter braucht man den Kern aus Glas oder Plexiglas, irgendwas Transparentes mit einem Brechungsindex und üblicherweise ist außen eine Hülle drum, mit einem kleineren Brechungsindex. Das nennt sich dann auch Cladding im Jargon. Und das, was man üblicherweise
bei einem Lichtleiter außen sieht, ist eher der Schutzmantel, der dick ist. Dieser Kern selber, der kann Dicken von einem Millimeter haben, wie hier bei einer Faser, oder Bruchteile von einem Millimeter, ein paar Mikrometer. Dieses Cladding, die Hülle ist dünn und der Schutzmantel üblicherweise groß. Das ist aber, glaube ich, das würde jetzt hier das Kapitel etwas sprengen, da noch weiter einzugehen auf die Lichtleiter. Das gucken wir uns möglicherweise in einem späteren Kapitel noch mal etwas genauer an. Soweit erstmal hier diese Hintergründe zur Totalreflexion. Und das Überraschende ist, glaube ich, dass die so viele Anwendungen vielleicht haben und so oft auftreten, wo man es überhaupt nicht erwarten würde. Also ich hoffe, Sie können auch ein bisschen selber damit experimentieren und rumspielen und damit nachvollziehen, wie die Strahlen verlaufen. Tschüss.